Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir machen jetzt hier weiter mit den Mutant-Mutation. Ja, Mutant-Mutation. Forscher haben mysteriöse Kreaturen aus dem Weltall entdeckt, die Mutant genannt werden. Während die Geheimnisse ihrer Biologie enträtselt werden, entwickeln sie sich mit großer Geschwindigkeit und Vielfalt weiter. Es ist durchaus möglich, dass diese Kreatur bereits über die Fähigkeit der Menschen hinausgewachsen ist. Über die Fähigkeit der Menschen hinausgewachsen ist, sie zu kontrollieren. Okay. Dann gehen wir ins erste Szenario. Wo ist meine Maus? Da. Mutant-Mutation. Viele Geheimnisse erfüllen das Universum und das Unbekannte und die Kräfte, die sie besitzen. Der Forschergeist der Menschheit treibt sie an, auf ihrer unaufhörlichen Suche nach Wissen und mit Hilfe von Wissenschaft und Techniken wurden viele Geheimnisse gelüftet. Doch die Welt ist eine endlose Quelle von Geheimnissen. Die Welt. Ja, doch, die Welt. Nicht das Wälder. Und eines dieser neuen Mysterien stürzt nun auf diesen Planeten herab. Fallendes außerirdisches Objekt beobachtet. Das Personal soll sich zum vorhergesagten Absturzort begeben und das unidentifizierte Objekt untersuchen. Roger, wir sind auf dem Weg. Das unidentifizierte Objekt, das auf ein Feld fiel, könnte dies unser erster Kontakt mit einem anderen Planeten sein. Um dieses Rätsel zu entschlüsseln, versammelten sich Experten verschiedenster Gebiete aus aller Welt. Kurze Zeit später entdeckte der Ermittlungstrupp den Absturzort mit einer temporären Kuppel, bedeckte, also, und die Beobachtung des Objektes begann. Achso, die haben das wirklich einfach da rumgebaut, so ein Zelt. Nice. Ist dieses Teil das Auge? Es hat starre Teile, die so hart sind wie Stahl und weich, die sich wie menschliche Organe anfühlen. Auch wenn es Unterschiede im Material aufweist, besteht es wahrscheinlich aus organischer Materie. Könnte es als fühlendes Wesen betrachtet werden? Die Zeit verging und es wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Sie ergaben, dass dieses Objekt, nein, diese Kreatur, Eigenschaften hatte, die es auf dem Planeten nicht gab. Indem sie die Ökologie dieses Organismus enträtselten, können die Menschen neue Erkenntnisse darüber gewinnen. Die Menschen nannten das Objekt Mutant und gründeten ein spezialisiertes Forschungsinstitut, Mutanten-Evolutionslabor. So, wurde wieder unterbrochen. Dort setzten sie ihre Forschung fort. Oh, das war ja nur noch ein Satz. Na gut, haben wir uns ein paar Kugeln geholt und dann gehen wir wohl jetzt ins Forschungslabor, denke ich mal.
Im Mutanten-Evolutionslabor wurden Tag und Nacht verschiedene Studien durchgeführt, um präzise Beobachtungen zu machen. Der erste Durchbruch gelang ihnen, als sie es schafften, den Mutanten mit ihrem Fortschritt in der Analyse biologischer Strukturen zu züchten. Nun verwalten sie mehrere Mutanten, die aus dem ersten Exemplar gezüchtet wurden. Okay, die vermehren die jetzt einfach. Auf diese Weise wurden verschiedene Mutanten von Menschenhand erschaffen. Es gab zwar individuelle Unterschiede, doch Klärung ihrer gemeinsamen Eigenschaften, Charakterismus und so weiter. Mein Gott, das ist immer alles nervig. Es gab zwar individuelle Unterschiede, doch Klärung ihrer gemeinsamen Eigenschaften, Charakteristiken und so weiter wurden in Gang gesetzt. Schau, sie bewegen sich, als würden sie aufeinander reagieren. Ist dies die Methode, mit der die Mutanten miteinander kommunizieren? Bislang wurde ein Dialog zwischen Mutanten und Menschen nicht hergestellt. Aber diese Art und Weise, wie die Mutanten scheinbar durch ihre Sinne aufeinander reagieren, wurde bei ihren Experimenten mehrfach beobachtet. Um die Biologie dieses Organismus zu entschlüsseln, werden Maßnahmen ergriffen und der Prozess wiederholt. Derzeit ist die wichtigste Entdeckung des Instituts über die Merkmale der Mutanten ihrer Evolution. Im Laufe der Forschung wurden die Mutanten verschiedenen Organismen und Substanzen ausgesetzt. In vielen Fällen ergab sich keine Reaktion darauf. Einige versuchten aber ein reflexartiges Verhalten. Einige verursachten aber ein reflexartiges Verhalten, wodurch sie sich schnell weiterentwickelten. Im jüngsten Fall geschah dies, als der Mutant in Berührung mit einem Kristall kam, der mit dichter Energie durchtränkt war. Er absorbierte den Kristall und seine Körperoberfläche verhärtete sich. Er zeigt sogar einen Zustand von Overdrive, von Verstärkung und Freisetzung der eingefangenen Energie. Das Verteidigungssystem konnte sie unterdrücken, aber wenn die Evolution weitergeht, besteht die Möglichkeit, dass die Situation aus dem Ruder läuft. Einige Forscher haben sich über die Gefahr der Forschung beschwert. Wenn wir eine reflexartige Reaktion auftritt, könnten wir diese Organismen nicht kontrollieren. Wir sollten die Forschung sofort beenden. Wenn wir weitermachen, wird unsere Forschung womöglich die Menschheit zerstören. Doch der Wunsch, die Geheimnisse zu enträtseln und alles über diese Kreaturen zu erfahren, übertönte die Stimmen und die Studie wurde fortgesetzt. Doch niemand konnte ahnen, welche Gefahren nur kurze Zeit später zur Realität werden würde. Okay. Sehr, sehr interessant. Praktik. Lernt die Einzelheiten von Mutant Dex. Was macht ein Mutant-Deck einzigartig? Mutant-Monster der Stufe 4 oder niedriger wie Mutant M05 haben den Effekt, sich selbst als Tribut anzubieten und Karten eines festgelegten Typen Monster-Zauberfalle von der Hand oder sonst wo zu verbannen
um ein entsprechendes Mutantenmonster der Stufe 8 der Spezialbeschwörung zu beschwören. Diese Spezialbeschwörung von Mutanten als Reaktion auf die Taktiken des Gegners bringt dich dem Sieg näher. Okay. Das ist dasselbe Bild, nur das eine ist quasi viel dunkler. Oder... Ah! Okay, er nutze den Effekt vom Mutant ST46 zu deinem Vorteil und gewinne das Duell in diesem Spielzug. Probiere eine Beschwörung vom Mutant ST46. Das ist nicht dasselbe Bild. Also, pass auf. Hier sieht man einen blauen und hier sieht man einen blauen. Das heißt also, der steht neben dem. Aus irgendeinem Grund ist das Bild dunkler, was wahrscheinlich heißt, dass da Zeit vergangen ist dazwischen. Aber das wird. Aber warum sind die Kabel unten eine andere Farbe? Das macht doch keinen Sinn eigentlich, oder? Auf jeden Fall stehen die alle in dem Labor so nebeneinander, mehr oder weniger. Der steht ja auch noch auf den Kapseln, aber hier sind teilweise die Kapseln schon alle ausgebrochen. Okay, beschwören wir Mutant ST46. Was steht denn ST? Aktiviere den Effekt von Mutant ST46. Füge Mutant-Fusion von dem Deck deiner Hand hinzu. Sure. Mutant ST46 kann sich selbst als Tribut anbieten. Um einen Monster-Zauber-Fallenkarte und eine Monster-Zauber-Fallenkarte verbannen. Um ein bestimmtes Monster als Spezialbeschwörung zu beschwören. Verbanne Mutant GB88 von deiner Hand und beschwöre Mutant Ungeheuer als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Jetzt hast du Mutant-Monster mit verschiedenen Eigenschaften auf deiner Spielfeldseite und auf deiner Hand. Aktiviere Mutanten-Fusion und beschwöre Mutant-Synthese als Fusionsbeschwörung. Zwei Mutant-Monster mit verschiedenen Eigenschaften. Okay, ich sehe schon. Fusionsbeschwörung erfolgreich. Aktiviere nun Mutant-Synthese und zerstöre das Monster des deines Gegners. Ja. Ah ja, falls diese Karte als Fusionsbeschwörung schon wurde, okay. Lass uns in die Battle-Phase übergehen. Greife die Life Points deines Gegners direkt an. Dein Gegner wird versuchen, Monster zu verbannen, wie zum Beispiel mit dem Effekt von Stille Psi-Hexe. Behalte die Spielfeldseite deines Gegners und die Karten, die er verbannt, im Auge und versuche, eine Mutanten-Monster der Stufe 8 als Spezialbeschwörung zu beschwören, um ihn zu kontern. Es kann außerdem effektiv sein, mächtigere Gegner mit einer Fusionsbeschwörung zu kontern, falls du Mutanten Ultimus als Fusionsbeschwörung beschwörst, kannst du, indem du Mutantenfusion oder Mutantengeheul aktivierst, bist du dem Sieg einen Schritt näher. Also das sind beides Fusionskarten im Endeffekt. Okay. Dann machen wir jetzt noch hier dieses Duell. Da wird der Part dann auch schon wieder zu Ende. Kartenzerstörung bitte, was? Okay, sure. Ich kann keine der anderen Karten aktivieren, also let's go. Einmal weg mit dieser Hand. Ich brauche eine neue.
Okay. Der ist egal, wo er ist. Okay, warte. Also der hat keine Effekte. Hast du irgendwelche Friedenseffekte? Nein. Ihr habt ja keine Friedenseffekte. Ich habe so keine Ahnung, welche Karte man damit denn wählen soll. Keine Ahnung, verbannen wäre den da. Mir der, glaube ich, helfen kann. Setzen wir dort diese Karte verdeckt. Was war das für eine Hand, Alter? Ich habe ja literally gar nichts gezogen, was ich nutzen konnte. Ist nicht permanent, oder? Das heißt, ich erfülle sogar die Bedingung, krass. Also es geht nur während der Main Phase. Ja, ist okay. Ist mir egal. Greift er mich alle an. Mein Gott, Alter. Jetzt greife ich ihn gleich an. Geil. Gut, dass es offen verbannt ist, sonst könnte ich die Karte jetzt nämlich nicht nutzen. Also zwei Mutantenmonster mit verschiedenen Eigenschaften, gut zu wissen, oder war das? Ja. Hätte ich jetzt einen Zug gar nicht machen sollen, weil hätte ich ihn wegklatschen können, aber ist egal. Der hätte mir ja gar nicht angreifen können, also ist egal, weg damit. Okay, also gut zu wissen. Bei den Verbannen geht es einfach nur darum, dass man quasi eins im Friedhof und eins verbannt hat, dass man es dann fusionieren kann, darum geht es dabei. Hey, es ist kein Verband. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst ein Mutantenmonster schon viel niedriger von deiner Hand. Eine Verband Mutantenkarten. Okay, ich aktiviere die jetzt noch nicht, weil mir die noch nichts bringt. Und den kann ich auch nicht beschwören, weil der braucht ein Opfer. Und ich will mir Tantenmonster lieber da lassen. Was hat ein Schnelleffekt? Ich brauche noch irgendwas. Irgendwas. Okay, zumindest zu deiner Sachen in Verteidigungsposition spielen. Ich brauche irgendwas. Weißt du was, wir aktivieren die. Ich kann den ersten Effekt nicht machen, aber ich kann den Effekt aktivieren, wo ich die hier weglege und mir dann eine neue Karte ziehen darf. Und dann habe ich auch ein Mutantenmonster, was ich beschwören kann. So schaut es aus. Jetzt können wir zumindest mit 500 angreifen. Das ist doch gut. Schafe so bringen wir auch nicht, oder? Das ist, glaube ich, keiner, der mir die Möglichkeit gäbe. Okay, warte.
Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, du kannst. Du kannst diesen Effekt aktivieren. Für den Rest des Spielzuges bleiben diese offene Karte von den Effekten von Karten eines Gegners desselben Typen. Diese Karte unberührt. Okay. Ich bin mir gerade unsicher. Entweder bin ich jetzt unberührt von Wassermonstern. Warte, der ist auch selber Wasser, also ist es irrelevant. Wenn er jetzt Mutanten-Fusion macht. Dann müsste ich unberührt von seinem Zerstörungseffekt sein eigentlich. Ich denke schon, deswegen hat er auch jetzt mich gewählt. Ich finde das ein bisschen kacke, weil er hat jetzt einfach hier so voll das Gute gezogen. Also like, er konnte jetzt wirklich richtig aufkommen und ich kann immer jetzt gar nichts mehr. Cool. 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 Toll, freut mich. Da brennt alles. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen den nächsten Part weiter. Wir werden nicht vergessen und ciao.